ARD besonders am Herzen, denn die weiblichen Solisten haben es besonders schwer zurzeit auf dem deutschen Plattenmarkt. Nur 5 Sängerinnen weist die Gesamtauswertung der Top 75 im Ermittlungszeitraum auf. Und wer der Nachwuchs des Jahres ist, das verrät Ihnen nun das Popgirl 76. Es ist Brigger Mede, sie ist eine Künstlerin, selbst 1976 die Showentdeckung des Jahres. Sie kennen sie alle, sie ist ja hier zu Hause. Und sie hat selbst einen Nachwuchs des Jahres 1982. Viva la Mama, Ingrid Peters! Ja, sie zählt gerade süße 17 Jahre und steht eigentlich ein bisschen scheu und sehr zurückhaltend am Anfang dessen, was vielleicht eine Karriere werden kann. Ihre Lieder möchte sie in Zukunft überwiegend selbst schreiben und sich im Text dabei nicht nur auf das Thema Liebe beschränken. Sie hat ein bisschen mehr zu erzählen, sagt sie. Damit ihre Musik so klingt, wie sie ihr aus dem Herzen kommt, singt sie in ihrer Muttersprache, in Bayerisch. Bei einem Wettbewerb in Berlin wurde sie entdeckt und zur talentiertesten Nachwuchskünstlerin des Jahres 1983 gewählt. Hier ist Niki mit ihrem Lied Servus, mach's gut. Herzlichen Glückwunsch, Niki. Für dich gibt es in diesem Jahr noch keine goldene Europa, sondern eine Medaille. Das ist sie. Du kannst sie ja mal der Kamera zeigen. Ich hoffe, dass sie dir genauso viel Glück bringt, wie sie mir vor 7 Jahren gebracht hat.
Ich drück dir alle Daumen, ganz, ganz feste. Servus, mach's gut, Niki.